Ich habe eine Mission. Hey, 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 hier ist wieder eure Sophie und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich habe eine Mission. I have a dream. Dass alle Menschen auf diesem Planeten endlich aufhören, so dumme Kacke wie Diätpillen zu schlucken, Abnehmshakes zu trinken und absolut keine Ahnung davon zu haben, wie das Ganze funktioniert. Ich habe in letzter Zeit gemerkt, dass echt viele Menschen keine Ahnung von Abnehmen, von Ernährung, von dem Körper haben. Und ich möchte einfach, dass ihr das habt. Ich möchte, dass ihr versteht, was passiert in meinem Körper, wenn ich das und das esse, wenn ich das und das zu mir nehme. Und deswegen werde ich jetzt eine Reihe starten. Ich weiß noch nicht, wie ich sie nenne. Kein Format, aber wenn ihr Vorschläge habt, gerne in die Kommentare damit. In der ich über einzelne Inhaltsstoffe spreche. Das klingt jetzt echt langweilig, ich weiß. Aber lasst euch erstmal überraschen. Schaut euch einfach mal das Video an. Und deswegen gehen wir jetzt auch los. Wir fangen an mit den Vitaminen. Ich will euch jetzt erstmal einfach nur ganz kurz und knapp erklären, was sind Vitamine und wofür sind sie da. Vitamine sind organische Verbindungen, die wir aufnehmen müssen, weil wir sie nur in geringen Mengen oder gar nicht produzieren können. Das klingt jetzt erstmal alles echt theoretisch, aber ihr müsst euch vorstellen, das ist wie wenn ihr quasi ein Outfit plant ohne Accessoires. Das ist nicht komplett, das ist nicht perfekt, das Outfit. Und so ist es mit den Mikronährstoffen bzw. den Vitaminen auch. Es gibt zwei Arten von Vitaminen. Es gibt wasserlösliche und fettlösliche. Das bedeutet einfach nur, dass die wasserlöslichen Wasser brauchen, um sich vom Stoff lösen zu können, vom Lebensmittel. Und die fettlöslichen dann halt, ja, Fett. Und jetzt noch einfach ganz quick and dirty die einzelnen Vitamine und wofür sie gut sind. Die B-Vitamine sind für unseren Stoffwechsel da. Die sind für Auf- und Abbauprozesse zuständig. Das bedeutet, dass sie helfen, Zellen zu bauen, helfen, Zellen zu erneuern. Vitamin A, das wissen, glaube ich, viele, dass das mit der Sehfunktion im Auge zu tun hat. Also das macht quasi, dass wir sehen können und dass wir auch gut sehen. Und wenn wir quasi zu wenig Vitamin E haben, kann das irgendwelche Augenkrankheiten auslösen oder du siehst schlechter oder solche Sachen. Was ich auch nicht wusste ist, dass die Knochen einen eigenen Stoffwechsel haben. Also die sind quasi nochmal separiert vom anderen, vom normalen Stoffwechsel. Und dafür ist Vitamin D auch gut, um quasi die Prozesse zu unterstützen. Vitamin K sorgt dafür, dass ihr nicht verblutet. Also das ist quasi für die Blutgerinnung zuständig. Und das ist, glaube ich, schon ganz wichtig, dass wir nicht verbluten. Und alle Vitamine sind einfach Vitamine, die unser Immunsystem unterstützen. Das heißt, da schicken wir quasi kleine Krieger in den Kampf, die unseren Körper dabei unterstützen, gesund zu bleiben. Vitamin C und E sind ganz wichtige Antioxidantien. Ich würde euch gerne einfach alle Vitamine vorstellen. Ich will euch Minerale vorstellen. Ich will euch Proteine und ich möchte einfach, dass ihr quasi eine Ahnung davon habt, was in unserem Essen drin ist, weil ich glaube, da bin ich wirklich so fest davon überzeugt, man schafft es langfristig aus diesem Teufelskreis nur, wenn man sich ein bisschen mit dem Ganzen auseinandersetzt. Und ich versuche das für euch so interessant wie möglich zu gestalten. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder Wünsche oder Vorschläge, wie ich das machen soll
oder was ich machen soll, was euch interessiert, dann schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn ihr jetzt sagt, ja Mann, das habe ich schon lange gesucht, sowas, ich angenehm kurz erklärt, dann abonniert meinen Kanal, schaltet die kleine Glocke an, damit ihr auch benachrichtigt werdet, wenn ich ein Video hochlade. Ich wünsche euch eine schöne Woche, wir sehen uns nächste Woche und bis dahin, stay tuned!